Heute bin ich in M wie Mühlanger und spreche zu dem Thema Mindestlohn. Es kann nicht angehen, dass viele Menschen, die Vollzeit arbeiten, nicht davon leben können. Im Landkreis Wittenberg gibt es laut einer aktuellen Studie über 2340 Menschen und in Dessau-Roßlau über 12.640 Menschen, die unter einem Mindestlohn von 8,50 Euro arbeiten. Als Bundestagsabgeordneter möchte ich deswegen im Deutschen Bundestag meine Hand für unsere Region für einen gesetzlichen, flächendeckenden Mindestlohn in Höhe von mindestens 8,50 Euro heben. Ohne Abstriche für den Osten und mit Beginn im Februar 2014. Das muss auch für die Bezahlung der Minijobs gelten. Ein Mindestlohn bringt nicht nur mehr Geld in die Lohntüte, sondern hilft auch unserer regionalen Wirtschaft. Laut dieser Studie würde ein Mindestlohn eine zusätzliche Kaufkraft von über 88 Millionen Euro in unseren Wahlkreis bringen. Das wäre gut für die lokale Wirtschaft, die Handwerker, aber auch die Unternehmen. Ich werbe um jede Stimme aller Betroffenen sowie ihrer Familien, Freunden und Bekannten, damit diese Ungerechtigkeit endlich beendet werden kann und alle Menschen in Würde arbeiten können. Jede Stimme, die die Partei Die Linke wegen des Mindestlohns wählt, ist eine verschenkte Stimme. Das ist deswegen so, weil diese Partei nicht an die Regierung kommen wird. Nur unter Rot-Grün wird der Mindestlohn kommen. Gehen Sie wählen. Jede Stimme zählt. Wählen Sie mich am 22. September für unsere Region in den Deutschen Bundestag. Wenn Sie wollen, begleiten Sie mich weiter durch unseren Wahlkreis und meine Themen.